herzlich willkommen an der diesjährigen IT-Beschaffungskonferenz. Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Erneut eine sehr große Teilnehmeranzahl. Wir haben rund 350 Anmeldungen erhalten und das ist nochmal mehr als letztes Jahr. Der neue Ort hier im Vonroll-Areal, der ist, wie Sie sehen, etwas größer. Das war auch das Ziel der ganzen Übung. Wir haben in dem Sinn Möglichkeiten, noch weiter zu wachsen. Der Raum fasst etwa 450 Teilnehmer. Wir dürfen auch ein erstes kleines Jubiläum feiern. Dieses Mal ist das fünfte Mal, dass die IT-Beschaffungskonferenz stattfindet. Und das ist in dem Sinn ja doch schon fast ein bisschen nachhaltig, dieser Anlass. Es erwartet uns an dieser fünften Konferenz ein interessantes Programm. Zusammengestellt wurde es durch ein Organisationskomitee von Vertretern des Bundes, der Schweizerischen Informatikkonferenz, des Verbandes Swiss ICT und CH Open. Organisatorisch wurde die Konferenz durch die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit verantwortet, die am Institut für Wirtschaftsinformatik der Uni Bern angesiedelt ist. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die da mitgewirkt haben bei der Organisation dieser Konferenz, insbesondere Laura Kieser, wo ist sie? Da ist sie, genau. Sie hat nämlich die Bürde gehabt, das Ganze vom Boden abzuheben und sie verantwortet bei uns in der Forschungsstelle den Bereich ICT-Beschaffungen. Die Folien wurden schon gefragt, die werden morgen online verfügbar sein, alle. Es wird auch gefilmt und Sie haben in dem Sinne eine sehr gute Dokumentation vor sich. Wi-Fi-Login haben wir auch, momentan noch so mit einem komischen Code auf dem Badge, wo Sie sich über die SSID public.uni.be Wi-Fi-Card-Login einloggen dürfen. Nächstes Jahr ist das dann hoffentlich ein bisschen einfacher. Gut, nun eine kleine Frage. Wer weiß, was ein Oxymoron ist? Genau, die Journalisten wissen das. Auf Wikipedia habe ich gelesen, der innere Widerspruch eines Oxymorons dient der pointierten Darstellung eines doppelbödigen, mehrdeutigen oder vielschichtigen Inhalts, in dem das sowohl als auch des Sachverhaltes begrifflich wiedergespiegelt wird. Ist damit unser heutiges Motto schlanke und flexible Beschaffungen gemeint? Ich lasse Sie entscheiden, aber bitte erst nach dem heutigen Tag, weil wir ja heute lernen wollen, wie das eben vielleicht doch noch möglich ist, die IT-Beschaffung etwas schlanker und etwas flexibler zu gestalten. Heute Morgen werden wir zuerst ein Eröffnungsreferat von Franz Grüter hören. Er ist Unternehmer und Nationalrat, Mitglied der Präsident der Finanzkommission und auch seit diesem Jahr Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Als einer der wenigen IT-Politiker setzt er sich im Nationalrat dafür ein, dass eben IT nicht ein Mauerblümchen-Dasein pflegt, sondern eben wichtig genommen wird. Er wird uns das Spannungsfeld zwischen Politik, Anbieter und öffentlicher Hand erläutern und außerdem zeigt er uns 5 konkrete Handlungsempfehlungen auf, wie das eben verbessert werden kann. Anschließend wird Philipp Biri sprechen. Er ist Leiter des Einkaufs in den Industriellen Werke Basel, IWB. Dort haben sie eine große Anzahl von Beschaffungen getätigt, was in dem Sinn viel Lerneffekt gebildet hat und das versucht er heute Ihnen weiterzugeben. Und last but not least wird heute Morgen Kai Lumic von der Swisscom sprechen, und zwar zu einem technischen Thema, API, Application Programming Interfaces. Lassen Sie sich nicht erschrecken, es geht letztlich um das gleiche Ziel, diese Komplexität von Projekten, aber auch die Herstellerabhängigkeit zu thematisieren, wie könnte man das eben auch technisch besser adressieren. Und damit werden wir dann in die Fachsessions wechseln. Die Fachsessions werden uns weiter begleiten und dort entsprechend einen Einblick geben in die verschiedenen Schwerpunkte des Tages. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Nur noch einen kleinen Ausblick auf den Nachmittag.
Der Nachmittag wird das zweite Schwerpunktthema des Tages adressierend, und zwar die ganzen Themen der Abhängigkeiten von IT-Herstellern. Eine ökonomische Sichtweise wird von Samuel Rutz von Avenir Suisse gegeben. Er wird wettbewerbsrechtliche Fragestellungen und ökonomische Auswirkungen von freihändigen ICT-Vergaben behandeln. Und als konkretes Beispiel wird danach Peter Hartmann, Leiter der Interessensgruppe IG-SAP-CH, zeigen, bei einem ganz konkreten Beispiel, SAP, das wir alle kennen, wie eben sich auch Anwender organisieren können und sich gegen IT-Anbieter in dem Sinn eine ernstzunehmende Kraft darstellen können. Im abschließenden Podiumsgespräch werden wir dann diesen verschiedenen Thesen, die heute dazu gesagt werden, reflektieren und noch ein bisschen nachbohren. Und auch Sie dürfen natürlich dann Fragen stellen oder Kommentare abgeben. Das Thema Freihändler war in den letzten Monaten mehrmals in den Medien. Ich gebe zu, wir von der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit waren nicht ganz unschuldig dabei. Einerseits haben wir das Ziel, von unserer Forschungsstelle mehr Transparenz in diese Thematik zu bringen. Andererseits wollen wir natürlich auch mit wissenschaftlichen Methoden die zusammenhängenden Ursachen von diesen Freihändlern und den dahinterliegenden Abhängigkeiten erforschen. Da einfach kurz ein Einblick in unsere aktuelle Tätigkeit. Seit diesem Mai haben wir ein Portal lanciert, beschaffungsstatistik.ch. Einige von Ihnen kennen das. Dort werden täglich die SIMAP-Publikationen, sowohl Ausschreibungen wie auch Vergaben, werden da publiziert oder werden quasi aggregiert. Wenn Sie da drauf gehen, sehen Sie tagesaktuelle Statistiken, unter anderem beispielsweise, dass im Jahr 2016 575 IT-Zuschläge schon getätigt wurden oder beispielsweise, dass die Summe der letztjährigen IT-Vergaben rund 1 Milliarde tiefer ist als noch von 2014, was ja auch noch interessant ist. Diese Zahlen sind selbstverständlich mit Vorsicht zu genießen. Da sind noch viele Optionen drin, die nie ausgeschöpft werden, oder es sind auch ganz viele Zuschläge dabei, wo gar kein Preis dabei ist. Alles Dinge, die etwas unschön sind für unsere Forschung. Sie haben dann weitere Möglichkeiten, hier die einzelnen Bundesämter, Kantone und so weiter anzuschauen, zu analysieren, zu schauen, was hat das Astra für 3.034 Zuschläge erteilt. Oder Sie können schauen, welche Anbieter, wie viele Freihändler gekriegt haben. Oder Sie können schauen, welche IT-Projekte stattgefunden haben, Ausschreibungen, Zuschläge. Sie können eine Volltextsuche machen und nach Stichworten wie SAP suchen und haben da eigentlich sehr viele Informationen in kurzer Zeit zur Verfügung. Gut, nun ist es mir eine Freude, Franz Grüter begrüßen zu dürfen und in dem Sinn ihm die Eröffnung, die offizielle Eröffnung von diesem heutigen Tag zu übergeben. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen anregenden Tag.